Wir sind hier am Stand von SAPS-Beta. Neben mir steht die Geschäftsführung, Nadine Weiland. Ihr hattet letztes Jahr eine coole Aktion. Ihr habt den Standbesuchern gegen Liegestütze sozusagen einen Turnbeutel mitgegeben. Genau, richtig. Was hatte das mit dieser Aktion auf sich und habt ihr das dieses Jahr wieder? Wir haben das dieses Jahr wieder. Wir haben das im letzten Jahr so ein bisschen spontan geboren eigentlich, weil wir hatten wirklich coole Giveaways im letzten Jahr, die uns sowas von aus der Hand gerissen wurden, dass wir gedacht haben, wir müssen es ein bisschen schwerer machen, denn man muss sich diesen Turnbeutel verdienen. Und ganz nach dem Motto Never Change a Winning System haben wir das in diesem Jahr wieder gemacht mit einem neuen Spruch, sodass die Leute tatsächlich wieder dabei sind, weil sie wieder einen neuen Beutel haben wollen. Was müsste ich jetzt tun, um einen Turnbeutel zu erringen? Also nur um mitzumachen, bekommst du schon einen Beutel. Das heißt, 30 Liegestütze würden zum Beispiel reichen. Den Mädels bieten wir an, 30 Squats, damit das Ganze auch fair ist. Allein dafür bekommt man schon einen Beutel. Jetzt mal ernsthaft, ihr seid ja eine Bildungsakademie in der Fitnessbranche. Was zeichnet euch denn aus? Also ich denke, was uns auszeichnet, ist zum einen, dass wir rein im Präsenzunterricht arbeiten, dass wir immer am aktuellsten Wissensstand sind und dass wir gleichzeitig aber auch modern sind und dass wir mit Spaß lehren. Und ich denke, das zeichnet uns einfach aus. Ihr habt bestimmt für die FIBO auch ein paar Neuigkeiten dabei, oder? Ein paar neue Ausbildungen. Ja, wir haben ganz viel Neues im Programm in diesem Jahr. Was natürlich ganz im Trend ist, ist das Thema Athletiktraining. Auch da bieten wir eine Fortbildung an. Dann natürlich groß dieses Jahr ist das Thema Faszientraining. Da haben wir eine ganz klassische Ausbildung. Faszientraining und Triggerpoint Management nennt sich die. Aber wir haben den Bereich Faszien auch in das Pilates eingebunden. Das heißt, wir haben eine Ausbildung, die nennt sich Pilates und Faszientraining. Ist auch bis jetzt schon ein Riesenerfolg in diesem Jahr. Und was wir auch mitgebracht haben, sind Krankenkassenanerkennungen nach § 20 SGB. Die haben wir im Bereich Rücken bekommen dieses Jahr, für den Bereich Entspannung und auch für den Bereich Pilates. Haben da eine Anerkennung von der Zentralen Prüfstelle für Prävention. Und das ist schon eine schöne Sache, die auch ganz gerne nachgefragt wird. Und das sind die Neuigkeiten in diesem Jahr. Vielen Dank und noch viel Erfolg. Dankeschön.